Herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Ich nehme euch jetzt hier trotz dieses sehr ungemütlichen Wetters und wenig Sonne mit raus und ich möchte euch eine Einjahresbilanz geben über unsere PV-Anlage. Für diejenigen, die meine Videos schon kennen, wird es am Anfang eine kurze Wiederholung geben mit der Vorstellung der PV-Anlage und was ich hier installiert habe. Und danach gehe ich aber auch auf Sachen ein, die ich bisher noch nicht thematisiert habe. Im Hintergrund sieht man hier übrigens gerade den E-Golf, den ich hier lade und um den geht es heute noch am Rand. Wie gesagt, ich möchte auf die PV-Anlage eingehen und da insbesondere, wenn es euch interessiert, bleibt da dran, auf die Kosten, was haben wir eingenommen, was haben wir vor allen Dingen eingespart, wann hat sich die Anlage abgezahlt, um all das soll es hier gehen und jetzt viel Spaß im Video. Und während ich euch jetzt mitnehme, um euch die PV-Anlage auf dem Dach zu zeigen, sieht man hier einmal kurz in der App den aktuellen Verbrauch, 7 Kilowatt werden hier gerade geladen pro Stunde in den E-Golf und eine Erzeugung von 0,2 Kilowatt ist natürlich ein Witz heute, es regnet ein bisschen. Da kommt natürlich nichts vom Dach, das macht nicht so richtig viel Spaß. Ja, was habe ich hier installiert? Ich habe installiert 27 Module Hanwha Q-Cells und die können 325 Watt Peak leisten pro Modul. Das sind also insgesamt 8,75 Kilowatt Peak, die hier geleistet werden können. Bei Top-Sonneneinstrahlung. Ich nehme euch jetzt mit in den Keller und zeige euch da, was da verbaut ist. Hier habe ich jetzt die Elektroinstallation einmal für euch. Und zwar habe ich einen Wechselrichter von Fronius mit 8200 Watt Leistung. Der liefert gerade 176 Watt vom Dach. Das ist natürlich sehr wenig. Hier ein extra neuer Elektroschrank für die PV-Anlage. Musste neu eingerichtet werden, weil der alte Schrank da nicht mehr gereicht hat. Und hier habe ich auch für die Wallbox noch eine extra Absicherung, dann für die Sonnenbatterie und den Messwandler hier und den Wechselrichter, die Absicherung und Schaltungen. Von hier aus nehme ich euch jetzt einmal mit zu unserem Herzstück und zwar der Sonnenbatterie. Die steht jetzt hier in einem anderen Raum. Das ging bei uns platztechnisch nicht anders. Von der Deckenhöhe ist es hier auch, wie man sieht, ziemlich knapp. Steht jetzt hier neben der Waschmaschine, ist aber kein Problem. Und das ist eine Sonnenbatterie Echo 8 mit 10 Kilowattstunden Kapazität. Die steuert jetzt das Ganze hier, ist mit dem Internet verbunden, ist mit dem Sonnencharger verbunden und soll das Ganze hier also intelligent steuern. Wie ich gerade im Keller gezeigt habe, ist da eine Menge Installation nötig gewesen und da kommen wir natürlich auch gleich zu der Frage, was kostet denn eigentlich so eine Installation von jetzt zum Beispiel in diesem Fall 8,75 Kilowatt Peak Anlage, also Modul auf dem Dach plus Batterie im Keller und der ganzen Elektroinstallation, in meinem Fall sogar auch noch der Sonnencharger dazu. Und zwar haben wir 25.000 Euro ausgegeben, wir haben dann eine GbR gegründet und dadurch, dass wir eine GbR gegründet haben, konnten wir uns die Mehrwertsteuer wiederholen, das waren 4.000 Euro, also habe ich da insgesamt Ausgaben gehabt von 21.000 Euro. Jetzt bin ich dazu verpflichtet, jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen, das ist natürlich ein bisschen nervig. Außerdem musste ich die Anlage bei der Bundesnetzagentur anmelden und beim Marktstammregister musste ich mich natürlich auch anmelden. Das ist eine Menge Bürokratie. Schade, dass einem das vorher nicht gesagt wird, aber das kriegt man hin, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und jetzt ab an den Schreibtisch und dann möchte ich euch mitnehmen zur Jahresbilanz. Also was haben wir eingespart? Das ist ja doch für viele tatsächlich der interessante Aspekt. Lohnt sich eine PV-Anlage? In meinem Fall sogar noch, lohnt sich eine PV-Anlage mit Batteriespeicher? Das ist eine individuelle Frage, die man sich stellen muss bzw. ausrechnen muss. Denn da gibt es ganz knallharte Zahlen und Fakten. Also rein in die gute Stube, ist kalt draußen und ab zur Berechnung. Für uns als dreiköpfige Familie, wir haben einen enormen Verbrauch von 7179 Kilowattstunden im Jahr 2020 gehabt. Das ist viel, kommt dadurch zustande, dass wir zwei Elektroautos laden. Und das war ursprünglich bei der Planung der Anlage nicht gedacht, dass wir zwei Autos laden. Das zweite Auto kam dann mehr oder weniger per Zufall dazu. Wir haben einen Verlust gehabt, einen VW T5, der uns den Geist aufgegeben hat, wurde ersetzt durch ein Leasingfahrzeug, den Renault Zoe und dadurch jetzt zwei Elektroautos und der enorm hohe Stromverbrauch. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen,
dass wir 7179 Kilowattstunden beim Netzbetreiber beziehen oder Ökostrom kaufen, gehen wir von einem durchschnittlichen Preis von 0,3 Euro aus pro Kilowattstunde. Dann kommt da Folgendes bei rum. Und zwar habe ich die Rechnung hier für euch aufgeschrieben. 7179 Kilowattstunden mal 0,3 Euro macht also insgesamt einen Preis von 2153,7 Euro. Tatsächliche Ausgaben in 2020 hatten wir durch unsere Sonnen-Community allerdings dann folgende, und zwar 240 Euro Community-Beitrag. Das ist der Grundbeitrag von 20 Euro im Monat. Dann hatten wir einen Zukauf von 1991 Kilowattstunden, weil wir eine Flatrate haben von 5188 Kilowattstunden im Jahr. Wenn wir darüber hinausgehen, müssen wir jede Kilowattstunde extra bezahlen, und zwar mit 23 Cent pro Kilowattstunde, macht also eine Zuzahlung in unserem Fall von 457,93 Euro. Dann haben wir 170 Euro Steuern ans Finanzamt bezahlt für den Strom, den wir selbst produziert haben. Ist ein bisschen verrückt, ist aber so. Und das macht also eine Kostenbilanz von 867,93 Euro pro Jahr. Davon können wir jetzt noch abziehen, nämlich 283 Euro für die Einspeisevergütung. Wir kriegen 0,1045 Euro pro Kilowattstunde, die wir einspeisen. Das macht jetzt also bei uns einen Kostenpunkt aus von 584,93 Euro pro Jahr für die 7179 Kilowattstunden, die wir verbraucht haben. Wir haben also eingespart 1568,70 Euro. Und das kommt wie folgt zustande. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. 2153,7 Euro ohne PV-Anlage minus die 584,93, die wir bezahlt haben mit jetzt der PV-Anlage, sind wir bei 1568,7 Euro, die wir gespart haben. Jetzt ist ja immer die Frage, lohnt sich das? So eine PV-Anlage. In unserem Fall jetzt 21.000 Euro Anschaffungswert geteilt durch die Einsparung von 1568,7 Euro pro Jahr macht also 13,4 Jahre, bis diese Anlage sich selbst abbezahlt hat. Puh, das ist ganz schön lang. Aber trotzdem zahlt sie sich selbst ab. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt ist es natürlich bei uns so, dass wir den Akku dazu gekauft haben, was das Ganze ein bisschen in die Länge zieht. Und jetzt kommt noch ein interessanter Faktor hinzu, nämlich, dass wir ja zwei Elektroautos haben. Und diese zwei Elektroautos bewegen wir auch recht viel. Wir fahren 37.000 Kilometer im Jahr, und das macht also eine Menge Sprit, den man normalerweise tanken würde. Ich bin jetzt von einem Durchschnittswert von 1,2 Euro pro Liter ausgegangen, habe das in einer Excel-Datei alles ein bisschen ausgerechnet und so. Plus und Minus ein bisschen, aber schon ziemlich genau auf eine Einsparung von 2.800 Euro zusätzlich nochmal im Jahr gekommen. Wenn ich das mit in die Rechnung einfließen lasse, hat sich unsere Anlage nach knapp 5 Jahren abbezahlt. Das ist natürlich schön und gut. Jetzt muss ich natürlich berücksichtigen, dass ich den hohen Stromverbrauch von 7.179 Kilowattstunden auch nur deshalb habe, weil ich zwei Autos damit belade. Ja, stimmt. Denn ohne diese Autos wäre der Stromverbrauch natürlich deutlich geringer, und dann würden die ganzen Einsparungen sich auch anders darstellen. Deswegen wichtig, individuell zu gucken, was ist mein eigener Verbrauch, lohnt sich das für mich? In meinem Fall würde ich ganz klar sagen, ja, es lohnt sich. Meine Anlage ist nach 5 Jahren, wenn ich das so betreibe, wie ich es jetzt gerade tue, abbezahlt. Und mein Fazit ist also, das lohnt sich hier auch in der Flat zu sein von Sonnen für mich. Das muss man aber, wie gesagt, individuell prüfen. Wie sieht es jetzt mit der Autarkie aus? Das ist ja immer noch so ein Ding, was viel interessiert. Und ja, da komme ich jetzt nicht auf den Knallerwert. 45% der 7179 Kilowattstunden kann ich autark hier selbst produzieren und nutzen. Das sind 3230 Kilowattstunden im Jahr. Immerhin ist gar nicht so wenig. Das ist von vielen in Deutschland tatsächlich mehr als der Jahresverbrauch. Und daher habe ich da auch ein ganz gutes Gefühl. Wünschenswert ist es, das noch zu erhöhen, aber das machen einfach die zwei Elektroautos, die auch im Winter beladen werden wollen oder müssen. Und da kommt zu wenig vom Dach. Das kann ich also da leider nicht abdecken. Aber trotzdem ist es so ein ganz guter Wert.
Und wenn ich jetzt im Sommer die Autos lade, dann sieht man auch ganz schön, wie die Batterie im Keller das managt und dann die Ladung möglichst vom eigenen Dach vollzieht, sodass das eine grüne Nummer wird beim Beladen. Neben dem ganzen Rechnerischen kommt auch noch ein ganz nettes Gefühl da hinzu. Ich jedenfalls finde es ganz spannend, auch mal in der App zu gucken. Auch ich bin gerade bei der Arbeit, sitze in Hamburg und sehe dann in Niedersachsen, Mensch, was kommt denn da gerade vom Dach? Was produziere ich an Strom? Und da ist es für mich ein ganz schönes Gefühl, das einfach zu beobachten. Das macht Spaß. Außerdem ist es bei mir jetzt natürlich auch noch der Fall, dass es ganz sinnvoll genutzt ist durch das intelligente Lademanagement der Batterie. Denn im Normalfall wird ja tagsüber der Strom produziert und tagsüber ist aber keiner zu Hause. Mit der Batterie wird das jetzt ganz sinnvoll gemacht. Die lädt erstmal nur ein bisschen morgens, wenn die Sonne aufgeht, sodass da ein bisschen was im Akku ist. Und dann wird nach Wetterprognosen und nach Verhalten im Haushalt geschaut. Und die Batterie lädt dann also so angepasst, dass die Spitze des Tageswertes, der produziert wird, nicht einfach verpufft und dann abgeriegelt wird, denn man darf nur 70% einspeisen. Diese 30% würden dann verloren gehen. Diese 30% fängt dann aber der Akku ab, speichert sie und die Anlage kann auf Volllast weiterlaufen, sodass eine möglichst gute Ausnutzung der Sonnenenergie stattfindet. Und das ist, finde ich, eine schöne Sache. Ich zeige euch das hier auch nochmal an den Grafiken. Hier in dieser Grafik sieht man jetzt zum Beispiel, wie der Akku morgens, also vor 12, noch gar nicht geladen wird, sondern erst gegen 13 Uhr die erste Ladung anfängt, sodass da halt die Spitze abgefangen wird und da wird nicht mit Vollgas der Akku beladen, sondern das Ganze wird der Erzeugung angepasst, sodass der Akku dann um circa 15 Uhr erst voll ist und danach ist die Erzeugung dann auch gar nicht mehr so hoch, also wird hier möglichst viel mitgenommen. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich immer auf eure Rückmeldungen und Meinungen und gerne auch Nachfragen, Berechnungen. Manch einer kann das viel toller berechnen als ich, also gerne her damit mit euren Ideen und ich freue mich auf den Austausch. Wenn euch das gefallen hat, dann liked, teilt und abonniert diesen Kanal gerne und bis bald.